Hallo, willkommen zu Witcher 2 Assassins of Kings Enhanced Edition. Ja, das setzte schon mal einen Ton, nicht wahr? Hallo, und Eike ist auch wieder da. Ja, hallo. Hallo, ja. Ihr habt es schon gemerkt, dieses Spiel ist kein PG-13, FSK 12 Fantasy aller Herr Musst du der nicht Ringe. sagen, musst du Ja, nicht sagen. ist ja schon Richtig. offensichtlich, denn es ist The Witcher 2. Witcher 1 habe ich auch nie gespielt, weil halt damals, als es rausgekommen ist, wann war es? 2009? Oder so, den Dreh? Ich habe mich nur einlegen. 2009. Mindestens. Nein, das hier ist 2011. 7 war es, glaube ich. 2011. 7 muss es gewesen sein, den Dreh. Ich erinnere mich eben nur noch an den legendären Game One-Beitrag mit denen in den Eier. In den Bälle in die Eier werfen, nicht wahr? Kratze an der Rute, ja. Meine Eier jucken. Oh ja. Denn das hier ist. Nee, ernsthaft, das war der Spruch, der in Witcher 1 fast immer vorkam. Das war echt furchtbar. Ja. Und wenn man es auch irgendwie gemerkt hat, Witcher 1 oder Witcher-Universum ist zum Dark Fantasy-Universum zu verfügen. Also hier könnt ihr schon mal erwarten, sehr viel Blut, Sex und Gewalt. Also so ähnlich wie Conan, nur halt mit weniger. Du musst nicht das Offensichtliche sagen. Alles, was offensichtlich ist, Witcher ist bekannt, du musst da nichts drüber erklären. Du hängst doch schon lange im Menü, das Ja, ist sehr stimmt. schlecht. Keine Sorge, das Feind der Wir können Let's gleich nochmal Player. von vorne anfangen. Ja, man könnte Witcher 2 Spiel, 1 Spielstände inventieren, aber das habe ich nicht, weil ich es ja nicht gespielt habe in dem Fall. Aber wir waren ein neues Spiel. Wollen wir das Tutorial beenden? Nein. Nein, nein, wir brauchen kein Tutorial, oder Eike? Nein. Wir werden das Spiel auf einfach spielen. Also ich werde es ja spielen. Eike wird nur der Backseat-Gamer sein, da er ja schon Witcher 1 bis 3 schon Ich hab's gespielt auch hat. wahnsinnig durchgespielt. Also Oh. sogar das Achievement. Aber du meinst, hattest ja auch schon gesagt, wir sollten lieber auf einfach nehmen, weil schon auf Es einfach. ist nur zum Angucken da. Wenn ihr eine Challenge wollt, guckt euch irgendwelche Spinner an, die das machen. Ja, ohne Heiltränke meinst du oder irgendwelche Geschichten sowas, ne? Innerhalb von 2,5 Stunden oder sowas. Nein, nein, wir werden auf einfach spielen, weil auch auf einfach können die Gegner auch schon ganz hakelig sein oder auch mal einen Glückstreffer landen, nicht wahr? Manchmal. Ja. Wie lange bist du schon im Menü? Wenn es länger als 2 Minuten ist, Keine Sorge, starten wir nochmal neu erstmal. Jetzt öffnen. starten wir Witcher 2. Ja, ich weiß, ich mache Enhance. die Immersion kaputt. Und das Tutorial. Und das Commentary. Ich bin scheiße. Oh. Los, ihr Sechsen. Kommt Nein! zum Nicht Packen. den Schürhaken in den Arsch! Okay. Nein! 20 Urens für den Opa. Ah.
Guck mal, er ist aufgewacht. Mir ist gut. Du Irrer, geh da nicht rein. Ach, Klappe, der ist doch gefesselt. Er tut schon nichts. Oder, Meister Geralt? So fangen Horrorfilme immer an. Der tut doch nichts. Bam! Und dann... Der will nur spielen. Wieso? Die Würfel haben sich nicht bewegt. Ah, ich glaube, das hier wird jetzt eine Monkey Island-Nummer. Nimm das zurück. Nein. Guck, er ist aufgewacht. Stimmt, es ist kein Hund da mit einem Schlüssel um Hals. Monsterjäger. Man sehe und staune. Ein gewöhnlicher Drecksack. Es heißt, Hexer hätte man als Waisen in Hinterhöfen eingesammelt. Und dann mit ihnen rumexperimentiert. Und zur Sonnenwende treiben sie es mit den Hexen. Was ist schlimm daran? Darum auch dieser teuflische Blick. Genug. Losbinden und ins Vernehmungszimmer bringen. Dachte, du wärst tot. Ich bin nicht so leicht zu töten. Naja, ein paar Narben mehr oder weniger, nicht wahr? Man hat uns noch nicht vorgestellt. Vernon Roche. Ich würde dir gerne die Hand reichen, aber die Hand stellen. Fick dich. Wir sollten uns lieber gut mit ihnen stellen, nicht wahr? Ja. Ich bitte darum. Leider kann ich dir nicht die Hand reichen. Wie dumm von mir. Geralt ist erstaunlich eloquent. Was? Der deutsche Sprecher ist auch verdammt gut. Das auch, ja. Und endlich mal ist das Spiel richtig. Oh, da ist sie. Ich lobe das Charaktermodell. Geralt von Riva. Stellst du uns vor? Ist irgendwie jeder ein von, oder? Nicht nötig. Bring was zu trinken. Wir wollen hier ja nicht vertrocknen. Die hat einen ganz schön guten Hintern. Ja. Erzähl mir alles. Die ganze Erstürmung. Was in der Einsiedelei passiert ist. Und wenn ich mich weigere? Dann klopfe ich dich weich. Ich mache meine Arbeit schon lange und bin sehr gut darin. Du als Hexer verträgst ja einiges. Verlass dich drauf. Im Zweifel landest du eben wieder in der Zelle. Und morgen kastrieren sie dich öffentlich, häuten dich und knüpfen dich auf. So einfach. Weswegen denn? Für Temerien. Zu viel der Ehre. Wo darf ich anfangen? Es war ein langer Tag. Erzähl mir das Wichtigste. Oh, ja. Keine Sorge, Leute. Das hier wird jetzt keine Lost-Geschichte mit, dass das alles hier nur in Flashbacks erzählt wird. Aber wir sollten erstmal von vorne nach oben nach unten beginnen, nicht wahr, Ecke? Der König hat mich heute Morgen zu sich rufen lassen. Erstürmung und wir haben seinen Tempel getrennt. Ich denke mal, wir werden erstmal von oben nach unten anfangen, ja? Dass das klar ist. Ich war der Letzte, der diese Schlacht wollte. Aber zur Foltest sagt man nicht nein. Yeah! Tag der Erstürmung, Morgengrauen. Ja, und in der ersten Folge gleich Möpse. Also nicht nur Möpse, also nicht Sinne, sondern nicht die von, also nicht die von Geralt. Nein, nein. Boah, das sieht heftig aus. Der ist ja schon ein bisschen älter. Im doppelten Sinne heftig, so grafisch als auch körperlich. Was hat der Penner für ein Schwein? Das sind die Narben. Hexer, bist du wach? Seine Majestät, der König von Ergonomisch. Mahakam und Sodden. Oberster Protektor von Brügge. Oh, das Mario Hassert. Befiehlt Meister Geralt, bei ihm zu erscheinen. Den hört man öfter in diversen Spielen. Ich bedauere, an einem so schönen Morgen zu stören, aber der König... Wir haben es gehört. Schönen Tag noch, Herrin. Hexer? Ja.
Das erinnert den so ganz unauffällig. Und im nächsten Moment wieder da, der Funk geht wieder auf, so ein Gesicht wieder, hä? Fehlt nur, dass er so krabbelt. Der Morgen hätte so schön sein können. Ein Krieg kann doch nicht idiotisch sein, wenn dein König ihn führt. Nicht alle Könige sind weise, nicht wahr? Gescheite Kriege gibt es nicht. Genau. Gescheite Kriege gibt es nicht, Triss. Krieg bleibt immer gleich. Du, was ich unserem wollüstigen Monarchen raten soll. Keine Schürzen jagen, keine Bankerte zeugen und keine Kriege vom Zaun brechen. Genial. Ist dir klar, dass diese Bankerte einst nach dem Thron greifen könnten? Dann gibt es einen noch größeren und dümmeren Krieg. Was nichts daran ändert, dass... Ich weiß. Foltest und die übrigen sind nicht der Inbegriff von Intelligenz und Manieren. Aber Könige, bessere haben wir nun mal nicht. Deswegen beschütze ich Foltest, wenn es sein muss. Aber wenn die Burg fällt, gehen wir. Hast du wieder von der wilden Jagd geträumt? Mhm. Oh, die wilde Jagd. Erinnert uns das nicht an wieder eine Fortsetzung? Dieser Traum. Die Speer wollten einen Drachen gesichtet haben. Selbst so in Art der Fahrt. Was ist das, was? Ja, fangen wir mal diesmal von unten an. Das ist so anscheinend markiert, das ist dann wohl das Wichtigste. Aber wir wollen erstmal mit den... Dieser Traum heißt Na gut, müssen wir nicht. Knuspern wir die Leute an. Wenn sie den Dialog hören wollen, sollen sie selber machen. Königs genau. Das hat ihn schon leider doch gekriegt. Seit du ihn getötet hast, ist schon über ein Monat vergangen. Die Leute des Königs wollten die Sektion allein durchführen. Ein Haufen von Laien. Was sie da herangekarrt hatten, konnte man schwerlich einen Leichnam nennen. Der König traut niemandem. Konntest du etwas erfahren? Das Alter konnte ich nicht mehr feststellen, aber vermutlich hat er im Dunkeln so gut gesehen wie du. Er hatte Katzenpupillen. Du meinst dieser Mörder, der sich an sämtlichen Wachen vorbeigestohlen hat und um ein Haar den König und mich umgebracht hätte, war ein Hexer? Ich teile dir nur die Ergebnisse der Sektion mit. Ich habe diese pikante Neuigkeit für mich behalten und werde das auch weiterhin tun. Mir ist schon klar, was sie für dich bedeuten kann. Jetzt magst du sein Beschützer und königlicher Hexer sein, aber Herrengunst, Nebeldunst. Oder auch Schall ist dieser auch. Traum. Jetzt einfach Dialoge, also nicht Hauptdialoge. Wir wollen ja nicht alles durch. Wir wollen ja nicht alles durch haarklein durchgehen. Ihr sollt ja auch mal ein bisschen selbst spielen und selbst erkunden. Deswegen glaube, war das unnötig, dass du den Dialog genommen hast. Ich atemlos durch den Wald stürze und die wilde Jagd. Das sind meine letzten Erinnerungen. Ich erwache und untersuche den Traum sofort auf Anhaltspunkte. Auf Hinweise. Irgendwas, was mein Gedächtnis zurückbringt. Träume können sehr mächtig sein. Manche sagen, sie könnten sogar die Wirklichkeit formen. Die Leute behaupten alles Mögliche. Leider vor allem Unsinn. Wir werden es erfahren. Ich bin sicher. Es ist Zeit zu gehen. Es ist Zeit, sich mit diesem Lüstling von einem König und seinem idiotischen Krieg zu befassen. Ich komme später zu euch. Ja, jetzt können wir eigentlich uns frei bewegen. Ah, wir kommen also in Witcher 2. Oh. Und falls... Ja, es ist ziemlich sehr, sehr... Ich glaube, wir sagen, das ist das grafisch aufwendigste und beste Spiel, was ich hier auf meinem Kanal habe. Oder würdest du das so sagen, Eike, ne? Oh, schauen wir erstmal hier. Ja. Wir können mit dem Medaillon übrigens hier die ganzen Sachen in der Umgebung markieren, damit wir dann sehen können, was Aber was bevor wir rausgehen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge? Was? Wir sind doch erst bei 18 Minuten. Ja. Oh. 15 Minuten. Oh, das ist ein guter Anknusper für die nächste Folge. Dann könnt ihr dann sehen, was da außerhalb des Zelts auf uns wartet. Ja. Oh. Ich denke mal, das wird dann eine sehr interessante Geschichte, weil ich ja schon Dragensang gespielt habe. No. Das hat nichts miteinander zu tun. Nein, okay. Ich meinte von salvischen oder nordischen, ja nicht gerade nordischen, aber europäischen Fantasy-Geschichten, nicht wahr? Das ist ja auch nicht so europäisch. Oder osteuropäisch. Folklore. Ist ja auch nicht so oft verbreitet. Also, dann auf dann nächste Folge zu Witcher 2. Ich sage, bis zum nächsten Mal. Ciao mit Au. Ciao mit Au.